Wolfgang Borchert ist hier im Stadtteil geboren, 1921. Und die Geschichtswerkstatt ist quasi gegründet worden mit Wolfgang Borcherts 40. Todestag. Und wir beschäftigen uns seitdem mit Wolfgang Borchert hier im Stadtteil. 2021 ist das 100. Geburtsjahr von Wolfgang Borchert und ganz Hamburg ist auf den Beinen, organisiert hauptsächlich von der Behörde für Kultur und Medien. Die haben Hamburg liest Borchert ins Leben gerufen und natürlich im Stadtteil Eppendorf ist die Geschichtswerkstatt und die Kunstklinik mit dabei. Wir haben verschiedene Veranstaltungen vorbereitet und eine besondere Aktion ist die Aktion 100 Postkarten zurückzuschicken, die etwas mit Wolfgang Borchert verbinden. Wir hatten 101 Menschen gebeten zu schreiben und es sind tatsächlich 101 zurückgekommen, unter anderem Carsten Broster. Der Kultursenator hat geschrieben, Künstler und Künstlerinnen und auch zum Beispiel Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Hegestraße. Sehr geehrter Herr Borchert, ich finde es äußerst interessant, dass Sie mal auf unsere Schule gegangen sind. Sie sind ja wirklich ziemlich bekannt. Schiffe werden nach Ihnen benannt. Plakate von Ihnen hängen am Schultor und alle reden über Sie. Ich wünsche Ihnen alles Gute zum 100. Geburtstag. Ihre Lotte Ach. Ich hoffe, du siehst diese Karte vom Himmel aus. Deine Gedichte kennt jeder in der Schule. Voll krass, oder? Das ist eigentlich auch mein Favorite. Ein türkischer Schauspieler, der die Hundeblume inszeniert als Solo-Theaterstück. Und das spielt im Gefängnis. Und das ist in Istanbul in den letzten Jahren aufgeführt worden in kleinen Off-Theaters. Und wenn man weiß, was in Istanbul los ist, dann kann man natürlich auch schon nachvollziehen, dass es auch gefährlich ist, sowas auf die Bühne zu bringen. Und er ist total beeindruckt von Borchert und schreibt, dass jemand, der tausende Kilometer weg wohnt von Hamburg, 75 Jahre später immer noch so beeindruckt ist von dem Dichter. Das ist auch ein Zeichen für die große Qualität und die humanistische Botschaft, die Borchert in seiner Literatur hatte. Wir hatten bei uns im Haus, in der Kunstklinik, ein Kabaretttheater, was gestreamt wurde, und zwar Engelbach und Weinand setzen kabarettistisch das Stück Draußen vor der Tür um. Sehen Sie, gerade in der Kunst brauchen wir wieder eine Jugend, die zu allen Problemen aktiv Stellung nimmt. Eine mutige, nüchterne, revolutionäre Jugend. Gerade in der Kunst muss diese Jugend nüchtern sein. Mutig, revolutionär. Mutig. Was machen Sie da? Ich liege hier. Halb am Land und halb im Wasser. Ich dachte erst, da läge ein Toter. Hier liegen nämlich jetzt oft abends Tote am Wasser. Die sind manchmal ganz dick und glitschig und so weiß wie Gespenster. Aber Sie sind ja Gott sei Dank noch ganz lebendig. 5! Ja, genau. Und 6! Das habe ich und den Mann gestern bei meiner Frau auch gefragt. Was tust du hier? Beck, in meinem Bett? Mann, wo? Auf meinem Platz? Bei meiner Frau? Was tust du hier? Ja, genau. Die sind weg, Mann, weg, Mann. Und auf der Straße. Der Straße, draußen vor der Tür. Draußen vor der Tür. Das ist hier Deutschland. Um Menschen mehr noch ans Ohr zu binden, haben Klaus Kolb und ich einen Podcast aufgenommen. In dem erzählen wir, was uns beide mit Wolfgang Borchert verbindet, was uns beschäftigt. Wir haben Jazzmusik gespielt, wir haben den Rundgang draußen aufgenommen und haben innerhalb von 10 Minuten versucht, einen Kontakt per Ohr herzustellen. Hamburg liest Borchert. Und jetzt gibt's ein Lieblingsgedicht, gelesen von Sabine Maurer. Der Leuchtturm. Ich möchte Leuchtturm sein, in Nacht und Wind. Für Dorsch und Stint, für jedes Boot und bin doch selbst ein Schiff in Not. Der Rundgang startet hier beim Geburtshaus in der Tapenbergstraße 82. Wir stehen vor dem Hauseingang des Geburtshauses und eine Sandsteintafel erinnert an Wolfgang Borchert, der hier in der 3. Etage am 20. Mai 1921 geboren wurde. Warum war die Familie hier in Eppendorf gelandet?
Wir mussten leider ziemlich viel umdisponieren und anders gestalten als geplant. Aber die Ausstellung von Jakob Hinrichs, die illustrative Umsetzung von Draußen vor der Tür, konnte perfekt als Ausstellungstool gezeigt werden. Wolfgang Borcherts bekanntestes Werk ist tatsächlich Draußen vor der Tür, das Kriegsheimkehrer-Drama, was erzählt von Beckmann, der nach Hamburg zurückkommt und hier in dieser Stadt nicht mehr zurechtkommt, sich nicht angenommen fühlt und mit diesem neuen Leben nicht mehr klarkommt. Die Rundgänge auf den Spuren von Wolfgang Borchert, die literarischen Spaziergänge, gibt es schon sehr, sehr lange. Sie bewegen sich auf 6 Stationen und es geht dann darum, dass wir nicht nur erzählen, sondern wir zeigen auch Fotos und wir spielen Auszüge aus Werken vor. Zum Beispiel beim Geburtshaus die Geschichte »Das Holz für morgen«, gelesen von Marlies Engel. Er machte die Etagentür hinter sich zu. Er machte sie leise und ohne viel Aufhebens hinter sich zu. Nun stand er im Treppenhaus und wollte zum Boden hinaufgehen und sich das Leben nehmen. Er hatte die ganze Nacht überlegt, wie er das machen wollte, und er war zu dem Entschluss gekommen, dass er auf den Boden hinaufgehen müsse, denn da wäre man allein. Da war man allein, da war es still. Wolfgang Borchert bleibt immer im Gedächtnis für alle Menschen. Er war Mahner, er war Pazifist. Er hätte dieses Leben noch viel weiter ausleben können, wenn er nicht mit 26 Jahren gestorben wäre. Alle Worte, alle Gedichte, alle Texte von ihm sind immer noch sehr präsent. Also, wir denken über den Leuchtturm nach. Wir denken über Sag Nein nach. Sag Nein, nie wieder Krieg. Das ist heute so aktuell wie zu keiner anderen Zeit und er ist für uns alle hier, für mich insbesondere, sehr präsent.